Oh mein Gott, Izzy! Izzy, 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 komm mal schnell, komm mal schnell, komm mal schnell! Schnecki, Schnecki hat gerade einen Rückwärtssalto gemacht. Oh mein Gott, die hat einen Rückwärtssalto. Izzy, komm jetzt! Ich will dir was zeigen. Izzy! Izzy, steh jetzt auf, mach die Tür auf, Izzy! Izzy! Die will mich doch gerade veräppeln, oder? Izzy! Ich mach mal. Hey, ist ja ein kleiner. Oha, Papa was Flatter. Du in meinem Zimmer? Izzy, ich wollte dich eben wecken, weil ich habe nämlich Dings. Hier, ja, mein Schnecki. Hast du erfolgreich getan. Meine was ist denn? Ah, Tür zu. Schnecki hat einen Rückwärts. Schnecki kann Saltos machen. Schnecki, mach ein Salto. Guck. Schnecki, los. Mach Sitz. Fein. Mach Platz. Oh, guck mal, er hat nur drei Saltos gemacht. Ich hab gerade geblinzelt, deswegen. Oh nein. Izzy, mir ist mega langweilig, was ich... viel mehr als deine Schnecke. Mein Schmetterling, der kann nämlich sogar fliegen und der kann kriechen Toll. Und der kann Wände hochkrabbeln. Und meine Schnecke kann sich vor Angreifern schützen. Deine Schnecke kann Leute anschleimen. Ja, genau. Kann alles hey, hör mal auf mich so... Hör auf so zu schleimen. Meine Schnecke ist süß. Ich liebe meine Schnecke. Dreck. Ah, ja, das esse ich auch. Mit einer Handvoll Dreck. Oh, lecker, ja. Du weißt, ich bin Veganer, ich esse auch immer ganz viel Dreck. Hey, ich stehe so in der Tür. Izzy, weißt du was, mir ist so extrem langweilig. Wir haben die ganze Zeit schon nichts zu tun und jetzt begebe ich schon meiner Schnecke irgendwie Unterricht. Und ich mache die andere Lampe an und aus. Und ich mache den Fernseher an und aus. Und ich tanze Breakdance auf dem Fernseher. Nein, aber lass mal irgendwas machen, wirklich. Mir ist auch mega langweilig. Okay, alles klar. Ja, egal, dann gehe ich einfach mal hier hinter die Theke. Hab gepupst. So, jetzt geh jetzt einfach hier raus. Mann, ist mir egal. Mach die Tür zu. Sehr schön. Okay, tschüss. Komm jetzt, Izzy. Lass uns irgendwas erleben. Lass uns rausgehen und... Hä, wo bist du hin? Hallo, Lars. Hallo, hä? Geh mal durch das Fenster. Wo bist du? Hä, ich bin draußen bei der... Hallo. Du bist so dumm, ey, wirklich. Komm doch einfach her. Ja, okay, ich komm raus. So, warte. Hier, zack, boom, bam, schrubbidi-dabbidi-poo. So. Ah, ja, schrubbidi-dabbidi-poo. Okay, kenn ich. Lass mal irgendwas unternehmen jetzt. Ja, ich wäre auch dafür. Ich hab so Bauch, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht können wir ja hier irgendwelche Leute zum Streiten bringen. Und, ach so, hier ist direkt die Bäckerei von dem Diebesmädchen hier. Ach, ja, crazy. Die geschlafwandelt ist und so. Crazy, das ist ja direkt neben unserer Kanzlei. Der Wahnsinn, das ist ja der Wahnsinn. Ach, und guck mal, hier ist ja auch der Opa von dem Dings, ne? Das ist für einen Orientierungssinn. Ach, guck mal, und hier, da ist eine richtige Fahrt. Okay, oh sorry. Bananas. Izzy, hör auf so rumzuschreien. Ich kann gut singen. Da oben ist jemand, Izzy. Ja und? Was ist denn das für ein Problem? Was soll denn mit denen sein? Ich werde hier unten auf die Detektive warten. Hoffentlich können wir gemeinsam den Meisterdieb schnappen. Izzy, meinen die den Meisterdieb, den ich meine, was ich denke? Meinen den Meisterdieb? Warte mal. Wie war gleich nochmal das Passwort? Kakerlakenschwarm? Kakerlakenschwarm? Was zur Hölle? Warte mal, wartet auf die Detektive. Meinst du, der wartet auf diese Zoe und diesen James? Weißt du? Vielleicht wartet er auf die. Aber was haben die mit denen zu tun? Aber wenn die den da mit dem Meisterdieb schnappen, dann kriegen die alle Belohnungen. Und die stehen uns zu die Belohnung. Wir haben den das letzte Mal verpasst. Wir müssen den schnappen. Wollen wir einfach uns als die ausgeben und der Sache mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen? Ja, lass das machen, okay. Okay. Ich bin James, du bist Zoe, okay? Was? Warum bin ich das mit... Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ist doch egal, lass einfach erzählen. Okay, egal. Wie war das Passwort? Kacke in der Hose war das, das Passwort. Okay. Kakerlakenschwarm. Hallo, hi, wir sind die... Izzy, hilf mir. Wir sind die Detektive. Ich bin Zoe... Warte, nein, das ist falsch. Ich bin Zoe. Hi, ich bin Zoe. Hi, und Kaka in der Hose. Ja, wir sind die Detektive und wir sollten... Kakerlakenschwarm ist das Passwort. Genau. Oh, voll vergessen gerade. Sollen wir jetzt mitgehen? Ich glaube, das ist richtig. Und da unten ist der Meisterdieb, oder was? Oder wie läuft das jetzt hier? Izzy, ich habe keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Oh. Was war das? Alles klar. Oh mein Gott. Oh, ja, den Geheimgang kennen wir natürlich schon. Vielen Dank. Okay. Ja, auf jeden Fall. Okay, Dings, James, hör mir zu. Hier steht jemand. Ja. Hi. Psst. Ihr seht ja nicht, dass ich telefoniere. Was machen wir denn jetzt hier unten? Ich weiß es gerade selbst nicht. Ich glaube, er will uns hier irgendwas zeigen. Hier ist Raum 2. Warte mal, er sagt was. Oh,
Das war eine gute Idee von euch. Hoffentlich können wir dann den Meisterdieb mit den gefälschten Splittern in die Falle locken. Splitter? Ja, danke, das war eine gute Idee von uns, Zoe. Was für... Ich spiel einfach mit. Okay, kommt mit, ich führe euch rum. Maus, Raum 1, Skelett, Raum 3. Okay. Okay. Warte mal, wo das soll ich jetzt hin? Du sollst, glaube ich, das mitgehen. Ist Raum 2. Und wo das ist jetzt Raum 2? Ah, ich glaube, darum kümmert er sich selbst, ne? Achso, da bleibt er wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Und wo soll ich jetzt hin? Geh mal am besten einfach mit. Ah, hier so, ist Raum 1, warte. Okay. Oh mein Gott, okay, was? Also ich meine natürlich James, das hier ist dann wohl dein Platz, nehme ich mal an, James. Soll ich jetzt hier einfach, okay. Zoe, soll ich jetzt hier reingehen? Ja, wir sehen uns dann später, ne? Ich passe dann hier auf den Raum auf. Okay, alles klar. Aber du hast Sachen zum Kämpfen dabei. Ich hab alles dabei. Okay, das hier ist dann Raum 3, das hier ist dann meiner. Okay, prima. Alles klar. Oh, okay, dann, ich werde mich dann hier drum kümmern und mich vorbildlich um den Splitter kümmern. Ich werde mich dann einfach hier draufsetzen und dann... Warte mal, ich nehme mal hier mein Schwert. Zack. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal hier sitzen bleiben und werde dann die ganze Zeit auf diesen Splitter starren und die ganze Zeit warten und warten. Auf was haben wir uns hier eigentlich gerade eingelassen? Wieso zur Hölle? Jetzt muss ich hier sitzen und muss jetzt die ganze Zeit diesen blöden Splitter... Ich weiß nicht mal, was das hier genau sein soll. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Izzy? Was zur Hölle? Hä? Was... Ich glaube hier passiert gerade was. Oh mein Gott. Izzy. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Hä, warte mal, ich kenne den Raum. Izzy. Oh mein Gott, hier ist was. Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Warte mal, wo war das noch? Das war doch da. Ich kenne diesen Raum. Das war doch da bei der... Kanalisation war das doch. Oder? Da waren wir doch auch schon mal drin, als die Kinder entführt wurden. Genau. Als die Oma nämlich aus ihrer Toilette die Schreie gehört hat. Aber wo lang war das nochmal genau? Hier auf dem Marktplatz? Das war nach hier, glaube ich. Oh Mann. Izzy wird mich umbringen. Jetzt sollte ich einmal auf was aufpassen, ey. Ich glaube, hier war irgendwie... War das hier? Meisterdieb, falls du hier bist und mich hören kannst, komm aus deinem Versteck. Du bist umzingelt. Ich hab dich umzingelt. Hallo? Oh mein Gott. Hör mir mal zu, du. Gib mir den Splitter, Warte, ich bin hier nicht der Böse. Die Menschen dort drinnen gehören zur roten Blume. Sie wollen den Splitter zusammenfügen und zu einer mächtigen Waffe. Und es wird zu einer mächtigen Waffe. Was zur Hölle? Hä? Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, wird die Stadt untergehen. Bitte lass mich gehen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich... Okay, dann, Geh einfach. Ich weiß nicht. Was soll ich denn? Hä, was? Jetzt habe ich dich. Du bist gefangen. Hör mal kurz zu. Hör mal kurz zu. Oh, okay, alles klar. Hä, und wer bist du bitte? Ich bin Zoe. Ich bin James. Was bin ich denn? Ich bin Zoe. Du bist nicht der. Ich bin Zoe, doch. Ich bin. Okay, alles klar. Leute. Anscheinend. Du bist Faker. Anscheinend, Leute. Ist es hier. Oh nein. Izzy, wir müssen oben bitte. Izzy, komm bitte her. Es ist was ganz Schreckliches passiert, Izzy. Okay, liebe Leute, leider ist die Folge hier auch schon zu Ende. Wie es weitergeht oder sowas, werdet ihr natürlich auf Izzys Kanal nochmal sehen. Also auf jeden Fall beide Kanäle abonnieren, damit ihr kein Video von uns hier in Minecraft Detective Dingsbums da verpasst, liebe Leute. Also wie gesagt, falls ihr nicht genug kriegen könnt, natürlich den Kanal abonnieren. Und ihr könnt natürlich auch unten mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da kommt ihr nämlich zu meinem Shop, da gibt es coole Designs hier. Falls ihr nicht genug kriegen könnt, Leute, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Da könnt ihr euch dann vielleicht ein cooles oder so Crew-T-Shirt holen oder ein Ready-Spaghetti-T-Shirt oder ein Ready-Spaghetti-Pullover oder und so weiter und so fort. Schaut doch einfach mal unten vorbei. Leute, und ich würde nur sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr bei einem weiteren Video, meine Damen und Herren. Und ich verabschiede mich für heute, liebe Leute. Und wie es weitergeht, werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Haut rein, Leute. Tschüss.